Ja, moin und willkommen zurück in den Grim Legends. Wir wollten uns hier noch weiter umsehen, ne? Glaube ich. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Wunderbar. Okay, das haben wir schon mal. Dies ist kaputt. Ich brauche Ersatz. Dieser? Hast du gezogen? Kann man nageln? Nö. Wüsste ich jetzt nichts mit anzufangen. Das können wir. Ach so, wir sollen hier. Ja. Okay, um hier die Ranke wachsen zu lassen. Jo, alles klar. Okay, gut. Dann gehe ich mal zurück. Dafür müssen wir das hier hobeln, ne? Dafür brauchen wir aber erst ein Messer. Geht das auch so? Nee, das geht nicht. Das Messer müssen wir erst entrostigen. Das war hier. Ach so, da kam ich nicht dran, ne? Ja, schon gut. Ja. Das da haben wir. Gut. Okay, schauen wir mal hinten. Damit sind wir durch. Finden wir hier ein passendes Werkzeug. Und wenn nicht, können wir hier immerhin schon mal die Alrauna ablegen. Jawohl, alles klar. Gut, aber ich sehe hier keine Möglichkeit irgendwo. Nee. Wo muss ich das denn wohl machen? Wo muss ich das denn wohl machen? Da gehört ein Haken dran. Das reicht als Haken. Okay. Und damit habe ich quasi eine Angel. Das ist gut. Ist hier denn eigentlich irgendwas? Hier haben wir, glaube ich, das Dingelchen schon gefunden. Ne? Kann das sein? Ich schaue mal vorsichtshalber dann nochmal durch. Ja, das sieht jetzt aber nicht so aus. Okay, ja. Ja, okay. Aber wo kann ich die Ach so, nur angrabbeln. Nur angrabbeln, nichts machen. Kann ich denn hier hinten irgendwo. Warte mal, es gibt keinen Grund umzukehren. Als erstes muss ich die Salbe herstellen. Naja, gut, okay. Aber ich sehe hier noch keine Möglichkeit, wie wir das Dingens entrosten können. Gut, das sammeln wir jetzt ein. Toll, soweit, so gut. Ja, okay. Gut, auch das können wir hier ablegen. Wo kann ich das Messer, wo kann ich das Messer hier entrosten? Keine Ahnung. Das wird nicht funktionieren. Das würde wahrscheinlich nicht eher funktionieren, bis wir tatsächlich diese Salbe hergestellt haben. Ne? Und das Dingelchen da haben wir auch noch nicht gefunden. Ich kann das Buch aber nicht öffnen, weil es verschlossen ist. Echt? Na gut. Ja, wenn du das sagst. Okay. Gut, allerdings halten sich jetzt meine Ideen, was wir als nächstes machen können, ein wenig in Grenzen. Okay, Zabo, Alraune, Geweih haben wir. Mistel steckt im Buch fest. Die Mondblumen könnten wir angehen. Wo auch immer wir die finden. Tja. Kann ich zurück? Ah, ich kann immer weiter zurück. Ah, guckst du. Ja. Na, dann lass uns mal wimmeln. Okay. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Sowas da brauchen wir auch. Das da vielleicht. Die ist hier nicht so dringend, ne? Nee. Nicht ganz so dringend. Das da. Die ist nicht. Sieht aber ein bisschen so ähnlich aus. Das da. Hier auch nicht. Da auch nicht. Aber hier. Und da. Da. Und noch drei Stückchen. Da. So, jetzt noch. Ja, genau. Jetzt noch was von dieser Verzierung. In dort. Und noch so ein halbrundes Teil. Na, wo steckst du denn? Wo steckst du denn? Da. Yay. Alles klar. Du hast etwas Nützliches gefunden. Einen Spiegel. Klar, wieso nicht? Kann ich da hier was mit anfangen? Nee. Ach doch, warte mal. Hier, guck mal. Da ist ja das Schleifmesser. Ja. Sehr gut. Juhu, ein Hobelmesser. Danke sehr. Und jetzt kommen wir hier nämlich auch nicht mehr ran. Hervorragend. Das gefällt mir sehr. Ein Spiegel? Wo brauchen wir denn einen Spiegel? Ich weiß es nicht. Lass uns erstmal hier was holen. So und so.
Mensch, das ging ja schnell. Okay. Okizuki. Okay, ist hier noch was? Nee. Nee, okay. So, dann du dorthin. Und jetzt Wasser fließe, auf den Boden sich ergieße. Nicht schlecht. Ui, das ist aber eine sehr schnell wachsende Ranke. Jetzt sieht die Pflanze schon deutlich besser aus, aber ich brauche das Licht des Mondes, um die Bohnen zu produzieren. Dran hängen tun sie schon, aber. So. Yeah. Cool. Ach, sieh an, den kennen wir doch. Den Herrn kennen wir. Warte mal, muss ich noch mehr machen? Wenn ja. Ach, hier! Juhu! Ja, Naturgeister gefunden. Hervor. Ich freue mich auch. Es könnte sich niemand so sehr freuen wie ich. Ah, und da ist sogar eine Anleitung. Ah, das haben wir schon ganz alleine rausgekriegt. Doch. Ich brauche eine Anleitung nicht. So, also erstmal hier ran. Zack und zack. October 23rd. Proposed and I said yes. A young noble and a simple village girl. It's like a fairy tale. October 25th. His family is against us, but we don't care. We will meet tomorrow in the woods and leave this place for good. I'm so excited. October 29th. He didn't come. I went to the castle, but they told me he wouldn't see me anymore. I was only some toy of his. All his professions of love. They were all lies! Curse you and your heartless kin! Who summons the spirit of the abyss? Yes, I see you as I see all. Yes, your disgrace will be avenged. The curse shall be bestowed. No, I... The pact is sealed. The price will be paid. I shall return to claim your own blood. What have I done? Die Geister der Klamm haben zu mir gesprochen. Ich war so aufgewühlt und verzweifelt. Ich sprach Worte des Zorns, die ich nun bereue. Gibt es keine Möglichkeit, den Fluch, den ich über das Haus der Hogwarts gelegt habe, zu brechen? Ich wollte ihnen nicht wirklich Schaden zufügen. Ja, hör mal, ganz ehrlich, also, das war ein kleines bisschen dumm von dir. Also nicht, dass sie diese Worte gesprochen hat, aber einfach darauf zu vertrauen, dass wenn andere Leute, wenn fremde Leute ihr sagen, nee, er will dich gar nicht mehr sehen, das einfach so zu glauben. Ne? Ist schon ein bisschen. Filmfanatiker, sieh dir die Hälfte aller Filmserien. Oh, wir haben die Hälfte erreicht. Okay, ja, da bin ich ja ruhig, Mensch. Okay, so, stelle mit Hilfe des Rezepts die heilende Salbe her, mische alle Zutaten und wiege mit der Waage die genaue Menge ab. Nun, was soll man denn machen? Also, von den Bohnen 7. Was? Von den Bohnen 7. Ach so, warte mal. Ja, ich muss sie höher stellen. Bla bla bla. So. Von den Bohnen 7. Das sind der Bohnen 7. Okay. Gut, von den Scheiben 3. 5 und 2, so. Müssen wir das erst aufschneiden? Ich glaube schon, ne? Ach, die arme Alraune. Oh. Okay, so. Und dann haben wir 3. Von dem Pulver 2. Gut, wird erledigt. Warte mal, das weg. Das da drauf. Das gerieben. No. Das arme Hörnchen. So, davon 2 und von dem da 5. Sehr gerne. 5. Na guck. Yay. Schlage dem Tod ein Schnippchen, stelle eine Salbe her. Got it. Yay. So, na denn. Jetzt müssten wir doch. Ach du Schande, wo ging das nochmal lang? Hier, ne? Hier, jetzt müssen wir da und dann hier rein und dann für den Bären und dann hier. Wo ist denn die Uschi? Please, hurry. Give me the salve. Natürlich, sehr gerne. Bitte. Oh. Hey. Alles okay? Oh nein, er ist noch schwach. He needs to rest a while, but we'll be okay. I don't know how to thank you.
I'm so happy we met. Now go and find your sister, dear. I have to take care of him. But I'll try to find some way to help you. Ah, ich danke dir. Das ist super. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dir geht es bald wieder besser, du. Oh mein. Oh, er sieht nicht gut aus, ne? So, können wir denn hier irgendwas machen? Da können wir rein, aber lass mich vorher mal gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ja, das hier haben wir immer noch nicht gelöst, ne? Mhm. Das da haben wir auch nicht gelöst. Habe ich eigentlich noch die Kette? Nee, ich habe die Kette nicht mehr. Ja, nee, nix. Also zumindest für den Augenblick nix. Aber hier müssen wir definitiv nochmal herkommen. In die Bibliothek. Aber ich glaube, hier sind wir fertig, ne? Ich glaube, hier hatten wir tatsächlich alles erledigt. Ja, das macht ganz so den Anschein. Okay, alles klar. Gut, du, ich bin gleich wieder da. Du passt auf, ne? Zum Innenhof. Okay. Was haben wir denn da? Das nehme ich erstmal mit. Was immer das ist. Es ist eine volle Ölkanne. Na. Und hier, so stellt man übrigens eine Zündschnur her. Mensch, das ist ja unglaublich. Aber du, hallo. Na? Ja. So, wo ist das Dingelchen? Ich will es haben. Aber ich habe... Halt, nee, warte. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass wir noch alle finden werden. Die Holzbrücke ist an den Bogen festgekettet. Nun. Das kann ja mal passieren. Okay. Gut, na denn. Also, Ritterhandschuh, Eidechse, Giftpilz und Laterne. Ritterhandschuh, Giftpilz, Eidechse und Laterne. Ritterhandschuh? Nee, das ist nicht der Handschuh. Giftpilz, Eidechse und Laterne. Ritterhandschuh, Giftpilz. Da können wir irgendwas machen. Becher mit Wein. Oh. So, lecker, lecker. Jawohl. Ritterhandschuh, Giftpilz, Eidechse und Laterne. Also ich sehe alles Mögliche hier, aber nada von dem, was wir sollen. Ritterhandschuh, hä? Giftpilz, ja, da ist auch noch irgendwas mit gemeint. Ritterhandschuh, das kommt hier oben. Nee. Ritterhandschuh, ist das eine... Das ist keine Eidechse. Also eine Eidechse wird sich ja vermutlich hier im Grün verstecken, ne? Ja, tut sie aber nicht. Okay, cool. Na. Nee. Ey, ich sehe gar nichts davon. Ist schon ein bisschen enttäuschend. Ritterhandschuh, eine Gefilz und... Da! Yeah! Immerhin eins. Toll. Laterne und Quaste. Quaste. Laterne und Quaste. Ich gehe einfach mal weiter, ne? Hier, das ist der Giftpilz. Okay, cool. So, Laterne, Quaste, Libelle und Raupe. Die Raupe habe ich hier gesehen. Die Libelle habe ich gesehen. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Libelle, 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 Libelle. Libelle. Ich habe sie gesehen, ich weiß es genau. Ja. So. Und ein Blitz. Axthelm 12. Okay, da ist der Blitz. Was ist hier? Das kann ich irgendwo dran bringen. Helm, an den Helm. Okay, cool. Eine Axt, dazu ist hier unten das Ding, aber wo ist der Stiel? Das ist der Stiel, ne? Ja, das, ach so, die Axt ist stumpf. Oh, das war gar kein... Upsi. So, 12. Die Drölf. Wo ist die Drölf? Da ist die Eidechse. Ha! Laterne und Quaste. Eine Laterne, 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 Sonne, Mond und Markenbitter. Hä? Laterne und Quaste. Laterne. Und die Quaste. Quaste. So, brauchen wir nur noch die 12. Alle auf die 12. Nun. Zeig dich. Irgendwo drunter versteckt. Nein.
Scheint nicht so. Was hast denn du da überhaupt an? Hör mal, warte mal, da ist irgendwas. Das ist ein Würfelbecher. Ach was. Oh, okay. Wir sollen mithilfe von Würfeln die 12 erstellen. Gut. Da haben wir einen Würfel. Ja, wir brauchen aber noch den zweiten Würfel. Okay. Ja. Nein, hier nichts. Hier auch nicht. Okay. Da unten irgendwo? Nö. Ja, ach, er liegt direkt daneben. Okay, zack, 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 zack. Und hey, 12. Cool. Ja. Du hast etwas Nützliches gefunden. Eine Axt. Das freut mich in der Tat sehr. So, hier ist die Geschichte mit. Das brauchen wir alles. Cool. Den nehmen wir mit, um das Schwarzpulver zu transportieren. Da kommt das ganze Zeug am Ende rein. Gut. Okay. Ja. Ja, alles tutti. Da war doch. Da hat es eben gezuckt. Was hat er eben gezuckt? Ach, da komme ich nur dorthin zurück. Okay, nee, das ist so interessant. So, hier. Komme ich da ran? In der Tat. Ist da das Schwarzpulver drin? Wenn ja, wäre es sehr fahrlässig, so damit umzugehen. Also, das da. Und. Naja, gut. Okay, ist klar. Okay. Hey, kann ich damit die. Mit den Fußfesseln dieses Dingens da reparieren? Okay, nee, erst muss. Oder? Doch, funktioniert. Alles klar. Hast du noch ein bisschen übrig behalten? Nee. Das muss ich dann später hier eintunken, ne? Sobald die Zündschnur parat ist. Okay, aber warte mal. Kann ich damit auf die Galerie kommen? So. Ah, das funktioniert. Assign. Juhu! Nix wie raus hier. Zum Turm. Oh, wow. Wow. Da ist der. Das nehme ich mit. Das ist für die Zündschnur gut. Könnte dieses Porträt... Das Junge... Ich stelle mal eine ganz steile These auf. Das ist hier so eine die Schöne und das Biest Geschichte. Und der Bär ist er. Das könnte genauso gut wie jede andere Theorie, ne? Das nehmen wir nicht mit. Was soll ich denn hier machen? Ups. Sagst du einfach so. Okay. Da fehlt etwas. Hier fehlt auch noch was. Ganz klebrig. Die Schnur kommt aber... Doch, die Schnur kommt da rein. Okay. Fantastico. So. Ich gehe noch nicht zurück. Nee, ich möchte mich hier erst noch weiter umsehen. Wer ist das denn da? Habt ihr es gesehen? Da stand doch eben jemand. Ist das das... Da, guck! Oh, Alter! Das ist aber fies. So, und hier kommt das Ding oben drauf, wenn wir es endlich zusammengebastelt haben, ne? Dich nehme ich mit. Ich nicht. Was haben wir hier? Okay. Ah, du gehörst doch in das Buch. Und da, sieh mal an. Oh! Was? Oh nein! Was ist mit ihm? Okay, da können wir auch hingucken. Okay, die Hütte. Aber ich kann irgendwie an keinen so näher dran zoomen, ne? Nee. Okay, irgendwie steht das in Verbindung. Warte mal, wo war denn das? Hier, ne? Genau, du kommst doch dahin. Ja. So, 23. Oktober. Ich gebe hier den Ring meiner Großmutter. Einen wunderschönen Ring für eine wunderschöne Frau. Meine Familie wird unsere Liebe niemals dulden. Doch, das ist nebensächlich, denn ich bin mal... Sie sind... Was? Bald sind wir hier weg. Ach so. 26. Oktober. Wie konnte meine Mutter unsere Pläne entdecken? Sie haben mich in den Turm gesperrt und Wachen vor der Tür platziert. Post jetzt. Sie lassen mich nicht sehen. Sie... Warum kann ich nicht lesen? Was ist denn los? 14. November. Ich habe einen uralten Geheimgang aus dem Turm herausgefunden. Heute Nacht werde ich versuchen, mich herauszuschleichen und mit ihr zu reden. Dann werden wir gemeinsam fortgehen. Niemand wird uns aufhalten.
hat vielleicht nicht geklappt. 15. November. Ich weiß nicht wie oder warum, aber im Wald habe ich einen Bären verwandelt. Dann sah ich meinen Vater, der von der Jagd zurückkehrte. Seine Pferde scheuten und warfen ihn ab, wobei er sich das Genick brach. Ich habe ihn nicht geliebt und er verabscheute mich. Doch ich wollte ihm nichts Böses tun. Ich kann sie nicht wiedersehen. Nie. Wenn ich sie aus Versehen verletzen würde. Sag ich doch, das ist so eine... Habe ich nicht gut geraten. Hallo hier, jetzt sagt mal. 25. November. Die Tage vergehen. Die Verwandlungen sind jetzt häufiger und mit jedem Mal wird die Zeit, die ich in meiner zweiten Form verbringe, länger. 27. November. Ich halte es nicht länger aus. Ich muss es ihr sagen, wie sehr ich sie liebe. Ein letztes Mal. Ich muss Lebwohl sagen, bevor ich mich auf ewig in jene Bestie verwandle. Nun. Okay, der Schwertgriff wurde auseinandergenommen. Irgendwas fehlt noch, ne? Irgendwas, halt, war da irgendwas? Nee. Irgendwas fehlt da noch, aber was? Nee. Was fehlt da? Ah, okay. So. Sehr gut. Noch etwas? Nö. Okay, dann mal ran an die Schwerter. Zack. Und das ist das Schwert, das wir brauchen. Nein, wir brauchen tatsächlich mal. Was haben wir denn da? Dreh die richtigen Stücke, damit die Farben durchgehende Linien bilden. Okay. Sehr gerne. So, geht das wohl? Ja, passt. Also ich habe mich jetzt hier an dem Roten orientiert. Ne? Irgendwo muss man ja mal anfangen. So, rot. Dann kann hier nur blau sein. Der grüne passt da nicht hin, also müssen wir es nochmal umdrehen. Viel besser. So, grün, das ist ziemlich easy. So. Jetzt ist hier blau und grün. So, vermutlich, ne? Hier auch grün, cool. Blau und grün passt. Ja, nee, passt nicht. So passt das, jawohl. So, ach so, auf dich hätte ich noch gar nicht achten. Doch, auf dich hätte ich ja auch achten müssen. So, da und... Nee, hier stimmt was nicht. Blau und Grün gehen ineinander über. Ah, das erscheint mir willkürlich. Nee, das kann auch nicht sein. Das muss nämlich so sein. Und der hier muss ja nach unten zeigen, um diesen Ansatzpunkt zu haben. Okay. So, Grün. Das passt so. Jawohl. Das ist okay. Vielleicht, maybe. Wenn der hier stimmt. Ja, okay. So, da haben wir blau. Das muss auf jeden Fall so sein. Der hier muss auf jeden Fall so sein, weil es nach da oben nicht weitergeht. Hier haben wir grün. Aber eher so, ne? Okay. Du kannst dann auch so rumkommen. So. Allmählich lichtet es sich. Das finde ich gut. Und hier so. Ah, ist schon fertig. Okay. Krass. Was haben wir denn hier? Mein Liebling, jede Nacht schaue ich aus dem Fenster in der Hoffnung, ein Zeichen zu erblicken, welches mir sagt, dass ich dich an der Windmühle treffen kann. Ohne dich sind die Tage so leer. Es ist furchtbar, dass wir unsere Liebe geheim halten müssen. Ich möchte unser Glück in die Welt hinausrufen. Ich liebe dich. Oh, wie romantisch. Wir haben über beide Ohren verliebt. Mein Liebling, ich kann es kaum erwarten, eine Frau zu werden. Und du hast recht, wir müssen es heimlich tun und diesen Ort verlassen. Nur so können wir dem Gerede und dem Zorn deiner Familie entkommen. Wir müssen einen Ort finden, in dem wir glücklich sein können. Anbei das Porträt, um das du mich gebeten hast. I love you. I love you so much, many much. Und da ist ein Porträt. Sie war hübsch. Oh. Aber... Das Interessante ist für dich der Kupferschlüssel. Gut, wenn du meinst. Okay. So, können wir denn mit dem... Das sieht nicht... Nee, das ist... Nein, das ist nicht so. Nein. Okay, da kommen wir nicht ran. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich fertig, ne? Lass uns das mal mit der klebrigen Schnur machen. Halt! Nee, hahaha. Ha, ha. Das hier machen wir erstmal. Yeah. Du kommst mit. Okay, dann haben wir nämlich die Kanonenkugel, die wir brauchen. So. Na, wie kommt ihr voran? Hm. Nicht so, ne? So, du da rein. Oh, wir brauchen noch was zum Stopfen. Mist. Ah, da ist ein Wimmelbild. Okay, alles klar. So, du daran. Okay, damit haben wir eine Zündschnur.
Und lass mich raten, hier finden wir jetzt den Stopfer. Speerspitze, Ladestock, Fernrohr und Pistole. Gerne. Speerspitze, Ladestock, Fernrohr und Pistole. Okay. Am Morgenstern fehlen die wichtigsten Teile. Hm. Ist ja doof. Und es sind alle Sachen wieder da, oder? Da sind Kugeln drin. Pistole. Speerspitze. Fernrohr, Glück und Kerze. Fernrohr. Glück. Oh, hier, guck mal. Ich sollte erst die Kette finden. Auch nur Ansprüche stellen. Ich glaube, es geht los. Fernrohr. Hatten wir Glück, Kerze, Federhorn, Pfote. Federhorn, Pfote. Glück und Kerze. Federhorn, Pfote. Das, da ist es. Jawohl, ja. Okay, so. Und jetzt haben wir es. Federhorn. Irgendwo kommt noch der Engel hin. Da kommt der Engel hin. So. Glück, Kerze, Federhorn. Horn. Glück. Ein Kleeblatt vielleicht. Oder ein Hufeisen. Hm. Und die Pfote wird wohl eher hoffentlich ein Abdruck sein. Hm. Mut? Nein. Hm. Habt ihr schon entdeckt? Glück. Ach, wir brauchen nur noch das Glück. Oh, okay. Gut, ich nehme nur das Glück. Glück? Nein. Was steht noch für Glück? Glück? Nein. Glück? Hm. Ich sehe noch nichts. Glück, was könnte noch mit Glück symbolisiert werden? Durch. Tja. Weiß ich nicht. Da ist Glück. So. Da haben wir's. Da, du hast etwas Nützliches gefunden. Ja, ich freue mich auch. So, Fummel, Fummel. Okay, jetzt das Ding da rein. Und jetzt bin ich gespannt, was das bringt. Kavum. Sag ich doch, Kavum. That was really loud. Mhm. Hat aber dummerweise nur den einen Teil angebracht. Was? Vielleicht bekomme ich es doch irgendwie hin. Aber doch nicht mit dem Öl. Nee. Hä? Was kann ich denn noch machen? Vielleicht bekomme ich es doch irgendwie hin. Und er geht nur hier hin. Aber ich komme nicht weiter. Hm. Okay. Was kann ich denn wohl mit dem Öl machen? Hm. Hi. I have to take care of him. But I'll try to find some way to help you. Jetzt wäre ein geeigneter Zeitpunkt. Ist denn hier noch irgendwas? Das hier haben wir doch alles schon gehabt. Wir können kommen hier nur noch dran, um das Buch zu lesen. Hm. Kann ich mit dem Öl irgendwas machen? Nee. Kommt er an die Brücke ran? Nee. Nein, keine Brücke. Und ich komme auch nicht näher ran. Okay, gut. Das ist eine lustige Spielerei. Hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Okay. Sonst ist hier aber auch nichts, ne? Irgendwas Interessantes? Achso, warte mal. Kitty könnte ja auch was tun, ne? Vielleicht kommt Kitty da dran? Kitty. So, versuchen wir es mal. Hey, Kitty, kommst du da dran? Nein, ich sollte etwas anderes versuchen. Okay. Hm. Tja. Hier ist aber auch nichts mehr. Was könnte ich hier machen? Vielleicht bekomme ich es doch irgendwie hin. Was möchtest du mir damit sagen? I have to take care of him. Ja.
But I'll try to find some way to help. Oh, ich komme. Ach so. Doch, jetzt komme ich zurück. Okay, ist hier noch irgendwas? Irgendwas? Nö. Hier komme ich auch nicht mehr dran. Nee. Hä, was könnte es denn noch sein? Okay, ich möchte gerne auf der Karte nachsehen. So, wir sollen am Fuß des Berges etwas erledigen können. Da sind wir ja auch gerade. Nee. Großer Saal. Quatsch, da sind wir gerade und im großen Saal sollen wir es machen können. Aha. Okay. Was machen wir denn hier? Finsterklammen. Was? Ach, hier der Handschuh. Ja, natürlich. Oh. Den habe ich ja schon völlig vergessen. Meine Güte. So, aber jetzt. Katsching. Einstürzende Brücke zum Dorf. Herrlich. Ja, okay, alles klar. Das sehen wir uns an. Gib mir einen Augenblick Pause. Ich leg mal eben eine Toilettenpause ein. Bis gleich.